Martin Haab. Ihr seid bekannt als Milchproduzent und Viehzüchter. Wie beurteilt ihr aus dieser Sicht, aus dieser Perspektive die neue Agrarpolitik 22+? Da gibt es natürlich ganze Haufen verschiedene Elemente, die Viehzucht oder Tierhaltung betreffen. Ich will nur auf zwei, drei Sachen eingehen. Also, wenn ich schaue, in der Botschaft Seite 206 wird ganz klar festgehalten, dass Grünlandbetriebe, Futterbaubetriebe einmal mehr die Verlierer werden sein in der ganzen Umverteilung der Direktzahlungen. Und wenn man von einer Umverteilung der Direktzahlungen vom Grünlandbetrieb weg in Ackerbau, vom Grünland weg in Ackerbau, dann ist es ganz klar, dass Milchwirtschaft oder Viehhaltung, vor allem ob das jetzt Mutterkühe oder Milchkühe sind, die werden darunter leiden. Dann haben wir natürlich auch sehr kritische Aspekte beim Absenken vom DGVW von 3 auf 2,5. Da wird alles mehr oder weniger im Talgebiet über einen Leisch geschlagen. Wir haben aber ganz verschiedene Gebiete bei uns. Wir haben sehr gute Futterbaugebiete, die relativ einen hohen Nährstoffbedarf hat auf ihren Flächen, weil sie eben auch sehr einen hohen Output haben an Trockensubstanz pro Hektar, sei das in Form von Kunstwiesen, sei das in Form von Silomais. Und wenn man dann schlussendlich die Dünger-GVW alles über einen Leist schlägt, wird sicher der produzierende Betrieb, der relativ intensiv fährt, wird darunter kommen. Mit dem ganzen Absenken vom Dünger-GVW auf 2,5 haben wir natürlich auch das Problem nachher vom Gülletourismus, wo dann eben auch die Milchwirtschaftsbetriebe, man weiss ja, auf den Milchwirtschaftsbetrieben sind die Renditen nicht ganz so hoch, wenn die dann auch noch anfangen, Gülle fortzuführen, auf den Strassen herumfahren, ist das sicher sehr ein grosser Nachteil. Ein weiterer Punkt ist die Idee mit den alten Kühen, dass man die Nutzungsdauer der Kühe verlängert. Das ist natürlich eine reine theoretische Übung. Ich glaube, es gibt keinen Bauer in diesem Land, der eine gesunde alte Kuh, die wieder trägt und gut auf den Füßen ist und die Mutter in Ordnung ist, einfach die zum Metzger bringt, nur weil sie jetzt alt ist. Also das sind irgendwelche Ideen, die am Bürotisch entstanden sind. Wenn man als Gegenfrage dann die Leute fragt, die das ausgearbeitet haben, ob nicht wahrscheinlich der beste Indikator für gute Kuh, die eben lang lebt und viel produzieren kann, wenn man dort Lebenstageleistung nehmen würde, dann kommt gerade sofort zur Antwort, ja nein, dann ist die Hochleistungskuh dort im Vorteil. Und daraus merkt man eigentlich, dass diesen Leuten ein Dorn im Auge ist, eine Kuh, die produktiv ist, sondern man will einfach eine Kuh, die lang lebt. Und in diesem langen Leben wird sie dann viel CO2 ausstoßen, aber wenig produzieren. Und das ist sicher zum Nachteil der Viehzucht.